Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die aktuelle Bravo Sport mit der Limi von Kevin Campbell. Die ist vom 21. März. Ja, hier drauf ist Gnabry und Reus. Ja, und mehr gibt's nach dem Intro. So, ich habe mir hier die Bravo Sport gekauft wegen den Karten und der Limi von Kevin Campbell. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht geholt. Was haben wir hier noch drin? Poster natürlich. Hier von Lewis Hamilton. Dann hier von Hazard, von Lewandowski und von Volland. So, Bayern vs. BVB, wer wird Meister? Ja, noch ist ja alles offen, ist ja nur ein Punkt Rückstand auf den ersten. So, was haben wir oben noch stehen? Verrückte Formel 1, Autos, Stars, Rennen und neue Regeln. Und hier oben coole Marken, Sneakers, geil und günstig. So, dann machen wir hier mal den Booster ab. Der kommt am Schluss. So. Limi kennt man ja schon. Da macht man ja. Brauchen wir ja keinen Hehl drum zu machen. So. Gehen wir mal hier so hin. Dann öffnen wir mal. Erste Seite hier. Hier ist der Inhalt. Der große DFB-Umbruch. Dann hier Jagd auf Frankfurt Knipser Luka Jovic. Die krasse Story von Davy Selke. Dann hier Next Generation, die Stars von morgen. Dann hier FIFA 19 werde zum Standard King. Ja, und hier kann man Preise gewinnen. Gehen wir mal weiter. CL King Ronaldo. Dann haben wir hier top fresh rasiert. Oh, irgendjemand hat sich hier die Haare rasieren gelassen. Dann hier Fans klauen die Binde. Höchststrafe für Stamboli. Ja, bei Schalke läuft es im Moment. Jubel live auf Insta. Balotelli feiert online. Okay. Dann hier. Der Bart tut weh. Haarige Verletzung. Okay. Dann hier Tiefkühl-Chiri. Oh, der sieht aber gut aus hier. Dann hier Statue für Bags. Ja, von ihm ist ja Statue errichtet worden in den USA bei LA Galaxy. Harry Kane auf dem Karussell, alles klar. Dann hier alles im Griff. Frische Torwart-Handschuhe. Ja. Hier, die sehen ziemlich bunt aus. Von Manuel Neuer. Die sehen ganz nice aus, finde ich. Ja. Dann hier Fotos statt Tore. Panther Party. Dann hier Retro Boots. Schwarz-Rot-Gold. Ja. Seit wann spielt Bernd Leno für den FC Arsenal? Also ein Gewinnspiel. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir, wer holt die Schale? Dortmund oder Bayern? Oder vielleicht auch noch jemand anderes? Wie sieht dann die Tabelle eigentlich aus? Müsste man auch mal gucken. BVB. Big Deals, okay. Julian Brandt. Niklas Stark. Okay. Also die wollen sich alle holen, oder was? Torgan Hazard, das habe ich gehört, dass sie an dem dran sind. Aber hier an Julian Brandt wusste ich jetzt nicht. Eckestein. Ist der, hat er nicht verlängert oder ist das der, ist sein Bruder, wo verlängert hat? Hm.
Gute Frage. Boss Bosch, ja. Läuft wieder bei Leverkusen, seitdem Bosch bei Leverkusen arbeitet. Fortuna Düsseldorf, Dudis Lieblingsgegner. Torgeiles Werder, dann Özcan oder Kabak, keine Ahnung. Dann haben wir hier, geht er oder bleibt er? Ja, Real will ihn ja nicht zurückhaben. Und Bayern ist auch noch nachdenklich, ob der wirklich zu Bayern für eine längere Zeit passt. Ja, ich weiß auch nicht. So, hier Prämien sichern. Ja, hier könnt ihr wahrscheinlich ein Abo abschließen. Ja, egal, brauchen wir nicht. Hier checkst du's. Expertenquiz. Könnt ihr ja machen, wenn ihr die gekauft habt. Dann schon gelacht hier, alles klar. So tickt Davy. Grüße gehen an Dennis raus. Er ist ja Hertha-Fan. Runde Sache. Lol, was die alle kosten, ey, die Bälle. 140, 120, 90 Euro, das geht ja noch. Was, 35 Euro? Was? Dann haben wir hier Nike, 55 Euro. Hier 120, 140, bla. Ganz schöne Preise. Dann haben wir hier My Mobile World. Also Paulo Dybala zeigt seine, was er auf seinem Handy, glaube ich, hat. Oder was weiß ich. Trainieren wir die Stars. Okay. Alle wollen Jovic. Oh, sogar Bayern. Hinter Lewandowski. Okay. Wie wollen die denn da spielen? Er soll lieber in Frankfurt bleiben. Da spielt er im Moment sehr gut. Aber wenn die Kohle lockt, dann gehen meistens die Spieler. Die schnellste Bundesliga aller Zeiten. Fast and the Furious. Ja. Oh, hier haben wir Cristiano Ronaldo. Also, trainiert wie der ist, könnte ich mir vorstellen, dass der noch ein paar Jahre macht. Dann haben wir Planet Fußball. Dann haben wir die Poster kommen jetzt. Hier haben wir dann Hazard. Dann haben wir hier Volland. Hier haben wir Lewis Hamilton. Dann müsste jetzt Lewandowski kommen. Jawohl. Ja, Lewandowski. Und dann die anderen Hälften von den Postern. Dann hier Star Picks. Dann haben wir Regel Update. Ja, schreiben hier Regeln rein und die Schiris wissen, kennen selbst die Regeln nicht. Dann haben wir Champions Quiz. Dann haben wir Schnäppchen Sneakers. Oder Sneaker. Oh, die gehen eigentlich von den Preisen her. Da kann man nichts sagen. Oh, hier von Boateng. Die kosten 50 Euro. Nicht schlecht. Plötzlich Weltmeister Hartmann und Pfeiffer. Pfeiffer. Kampf um den Pott hier. Handball. Dann hier Mega Jubiläum. Tennis. Federers 100. Sieg. Dann haben wir noch Tormaschine im Eishockey. Dann haben wir hier noch was für die Formel 1 Liebhaber. Wo ich ja auch ein paar Abonnenten habe. Julian und Dennis. Also Dennis Strauß. Dann haben wir hier der Street CR7. Ja, da gibt es ja so welche, die richtig stark abgehen auf den Brettern. Oh nein, hier Fortnite. Fortnite World Cup, krasser geht's nicht. Naja. Ich halte nichts von Fortnite.
Schieß perfekte Standards. Ja. Im Moment habe ich echt keinen Bock auf FIFA. Das ist mir irgendwie vergangen jetzt. Hier haben wir dann Trickkiste. Kann man Tricks lernen. Oh, endlich wieder top hier. Pogba blüht auf. Dann haben wir hier Mbappé nicht zu stoppen. Rekord Juve marschiert. Dann haben wir noch Attacke der Youngster. Ja, hier sind ein paar Namens. Also, wo man schon richtig kennt. Hier Phil Foden. Ciao Felix. Hat er nicht 3 Tore gemacht gegen Frankfurt? Wen haben wir denn hier noch? Timothy Ware, also der Sohn von George Ware. Oh, ist schon einiges dabei hier. Dann hier Magier Messi. Ja, hat's immer noch drauf. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Barcas Rekordspiele, 98 Spiele. Fehlen ihm noch für was? Also das Xavi hier vom Thron stößt. Dann 2 Titel noch, dass er Telmo Zarra vom Thron stößt. Klassiko-Experte, das ist er sowieso schon. Der Rekordmeister in La Liga. Da ist noch Paco Gento als erster. Ja, und so weiter und so weiter. Wenn ich das jetzt alles durchgehen würde, dann ja, wird es zu lang gehen. Dann Zukunftsadler, ja. Da brauchen wir ja eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Jogi Löw. 3 Spitzenspieler oder wo das Team geprägt haben, hat er einfach rausgeschmissen. Aber ob es endgültig ist, ich weiß nicht. Vielleicht kommen sie wieder zurück. Ich denke mal, Müller wird, wenn er wieder glänzt. Aber ja, hier steht es ja auch, Hummels, Müller und Boateng sind Geschichte. Aber ich glaube nicht ganz. Könnte ja sein, dass sie vielleicht nochmal kommen. So, was haben wir denn hier noch? Ab 18. April die neue Braue Sport. Oh, da gibt es wieder Karten drin. Okay. Gibt es auch eine Limi? Nee, ich glaube, das war die einzige Limi. Also so steht es mal in der Mappe drin. So, und dann ist hier der Schluss. So, dann machen wir noch schnell den Booster auf. So, so sieht der Promo-Päckchen natürlich. Eine limitierte Karte pro Display-Box. Ja, klar. Keine Remission. So. Also kein Barcode. So, dann öffnen wir mal das Teil. Und schauen mal, wen wir drin haben. Also die Lemi kennen wir ja schon. Hier haben wir Griffo von Freiburg. Dann haben wir hier Röcher von Ingolstadt. Manchmal muss ich echt überlegen, der Verein nochmal heißt. Hier Hannover 96 mit Weidand. Dann haben wir noch Hakimi von Dortmund und dann kommt hier die Limi von Kevin Campbell. Das ist die L36. Ja. Ja. Und das war es dann eigentlich schon mit diesem Unboxing oder wie man das auch nennt. Könnt ihr jetzt mal reinschreiben. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video oder Stream. Ich sage mal ciao und bis zum nächsten Mal.